Das Technische Rathaus, lange wurde über diesen Bau diskutiert, genauso aber auch über dessen Nachfolgebebauung. Wir werfen heute einen Blick auf die bauliche Situation zwischen Dom und Römer nach der Zerstörung der Altstadt im Zweiten Weltkrieg. Die Frankfurter Altstadt, die galt bis zu ihrer Zerstörung im März 1944 als eine der größten Altstädte in Deutschland, bestehend aus rund 2000 Jahrhunderte alten Fachwerkhäusern. Zwischen Dom und Römer, da war alles dicht bebaut. Enge Gassen prägten das Bild. Um die 30.000 Menschen lebten hier. Aber nach den Luftangriffen der Alliierten war vieles davon zerstört. Die Überreste, die mussten einem schnellen Wiederaufbau weichen. Ja, nur wenig wurde wiederhergestellt. So zum Beispiel die Fassade des Römers, das Goethehaus oder die Paulskirche. Aber das zentrale Kerngebiet zwischen Dom und Römer, das blieb jahrzehntelanges Brachland und wurde teilweise auch als Parkplatz genutzt. Erst Anfang der 60er Jahre kam es zu einem Architekturwettbewerb, der unter anderem ein Verwaltungsgebäude für die technischen Ämter zum Ziel hatte. Die Jury, die kürte das junge Frankfurter Architektenteam Bartsch, Türwächter, Weber zum Sieger des Wettbewerbs. Ja, und ein zweiter Preis, der wurde wegen der nach Meinung der Jury herausragenden Qualität des Entwurfs gar nicht erst vergeben. Gedämpft durch die wirtschaftliche Rezession kam es erst 1969 zu einer Umsetzung des Projekts. Der steigende Platzbedarf der Verwaltung für die technischen Ämter, der machte massive Änderungen des Siegerentwurfs notwendig. Auch stand weniger Baufläche als zunächst gedacht zur Verfügung und diese Baumasse musste nun in mehreren Türmen aufgelöst werden. Gegen den Bau, da manifestierte sich ein gewaltiger Bürgerprotest mit mehr als 20.000 gesammelten Unterschriften. Doch trotz allem wurde Anfang der 70er Jahre das Technische Rathaus gebaut. Nicht realisiert wurde jedoch das geplante Kulturzentrum an der Ostseite des Römerbergs. Hier entstand 1983 die historische Ostzeile des Samsagsbergs neu. Zum Technischen Rathaus, da gesellte sich dann 1986 die Schirnkunsthalle. Ja, und beide Bauten prägten nun für Jahrzehnte das Bild zwischen Dom und Römer. Bis 2005 der Abriss des Technischen Rathauses beschlossen wurde. Parallel dazu wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ausgerufen, mit dem Frankfurter Architekturbüro, KSP Engel und Zimmermann als Gewinner. Doch deren moderne Interpretation des Gebiets stieß auf breite Ablehnung in Politik und Bevölkerung. Nun wurde diskutiert, und zwar lange, in der Politik, aber auch in der Bevölkerung. Letztendlich liefen parteiübergreifend und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern alle Fäden zusammen. Die Frankfurter Altstadt, die sollte rekonstruiert werden. Ein Mix aus modernen Bauten, die sich in die historischen Neubauten wie die der Goldenen Waage oder das Haus zum Esslinger einfügen sollten. Zwischen 2010 bis 2012 wurde das Technische Rathaus abgerissen. Danach erfolgte bis 2018 der Bau der neuen Frankfurter Altstadt. Ja, und die feiert in diesen Tagen ihr 5-jähriges Bestehen. Die Stadt, die nimmt das am 3. Oktober zum Anlass, um im Rahmen des Bürgerfestes Jazz zum Dritten, den Tag der Deutschen Einheit, mit dem Altstadtjubiläum zu verbinden und ein breites Angebot aus Musik, Vorträgen und Führungen zu bieten. Ja, eine tolle Möglichkeit, sich die alte Stadt aus neuen Häusern mal genauer anzusehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.